Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir zeigen, wie du diesen Hintergrund für dein Scrapbook erstellst. Bevor ich das tue, bitte abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke, damit du benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video poste und vergiss nicht, den Like-Button anzuklicken. Ja, und sobald du das getan hast, zeige ich dir auch, was du für dieses Tutorial brauchst, und das ist Affinity Designer. Affinity Designer ist ein Grafikprogramm, was es 30 Tage kostenlos gibt auf der Seite von Serif, und ich hinterlasse dir den Link hier in der Infobox, und wenn du das heruntergeladen aktiviert hast, dann kann es auch schon losgehen. Ja, wenn du Affinity Designer öffnest, dann erstellen wir erstmal mit File New eine neue Datei. Und dann kannst du entweder auswählen, hier Vinyl Cover, das ist schon 12x12, oder du stellst auf der rechten Seite einfach 12x12 Pixel ein in 300 dpi. Und wenn das geschehen ist, dann klickst du einfach hier unten rechts auf Create. Ja, und dann hast du schon mal deinen Hintergrund. Und nun brauchen wir ja diesen Tafelhintergrund. Dafür gehen wir jetzt unter View und Studio und dann halt und Stock, und dann öffnet sich hier ein kleines Fenster und du siehst schon, wir haben hier von Pixabay, aber auch von anderen Anbietern haben wir jetzt kostenlose Inhalte dafür. Ja, da ist einmal noch dieses Pexels und dann halt auch noch Unsplash. In jedem Fenster musst du einmal unten auf I understand klicken, ja, damit die Datenschutzrichtlinie eingehalten werden, und dann kannst du auch oben rechts suchen, was immer du benötigst. Ich habe jetzt hier mal Blackboard eingegeben und ziehe dann eben die Tafelhintergrund einfach auf meinen Hintergrund. Und du siehst schon, das ist jetzt ein Bild, das da drauf ist. Das kann ich jetzt verschieben. Ich schiebe das jetzt mal mittig und dann vergrößere ich das einfach gleichmäßig in alle Richtungen. Dazu gehe ich unten rechts auf den Anfasser und ziehe das einfach größer. Stell dazu sicher, ja, dass du diesen Snap eingestellt hast. Den findest du oben rechts. Und natürlich stell einmal sicher, dass du das hier richtig schneidest. Dazu auf das Schneidetool, und dann wird das einfach rechts und links angepasst. Ja, das war's auch schon. Den Hintergrund haben wir schon. Und jetzt brauchen wir noch die Linien da drauf. Dazu erstellen wir als allererstes einmal einen neuen Layer. Ja, da klickst du hier einfach einmal drauf, dann erstellst du einen neuen Layer. Und den nenne ich jetzt hier Lines. Du kannst ihn natürlich benennen, wie immer du möchtest. Und sobald das geschehen ist, dann müssen wir eine Linie malen. Ja, den Stock brauchen wir nicht mehr. Klick einmal auf dieses Pen-Tool und dann erstellen wir eine Linie. Nun kannst du jetzt hier schon die Breite einstellen, aber das machen wir alles gleich. Wir gehen jetzt erstmal unten links, da oben wieder hier dieses Snap-Tool angestellt lassen, damit sich das dann da einrastet und du eine gerade Linie hinbekommst. Also einmal unten links klicken und dann einmal oben rechts. Und dann siehst du schon, dass jetzt hier eine perfekte Linie entstanden ist. Mit dem Verschiebewerkzeug, ja, können wir das jetzt so verschieben, wie wir das möchten. Und wir können auch schon einmal die Linie weiß stellen, weil die soll ja letztendlich gleich weiß werden. Die Breite der Linie können wir noch verstellen. Das mache ich gleich, zeige ich dir, wie das funktioniert. Jetzt kann ich hier diese Linie einfach, ja, nach oben rechts oder unten rechts schieben. Die ideale Lösung ist es, einfach außerhalb des Dokuments zu machen. Einfach nur, weil wenn du das jetzt gleich duplizierst, sich das dann ja einfach immer weiter stellt sozusagen und du einen gleichmäßigen Abstand hast. Jetzt mit Command J kannst du das einfach duplizieren, dann hast du eine neue Ebene geschaffen, und dann kannst du hier den Abstand einstellen, den du zwischen den einzelnen Linien haben willst, und das Ganze ein bisschen weiter nach rechts schieben. Dadurch, wenn du das jetzt ganz oft Command J machst, passiert das auch ganz oft, ja, dass es immer wieder dieselben Abstand hat und immer weiter gestellt wird. Und das machst du einfach, bis dein ganzes Papier gefüllt ist. Das packt Affinity Designer jetzt alles in eine Gruppe, so dass du diese Gruppe auch bearbeiten kannst. Das heißt, wenn du hier auf Gruppe klickst, dann kannst du hier oben auch einstellen, wie dick du diesen Stroke, also diese Linie, haben möchtest. Und dazu kannst du einfach auf Breite einfach hoch und runter gehen. Du siehst schon auf der rechten Seite, wie breit oder schmal das Ganze dann wird. Und wenn ich jetzt mal reinzoome, kannst du auch sehen, ich habe das jetzt hier also gepunktet angeklickt. Dann kannst du die Linie auch gepunktet machen. Das bleibt natürlich alles dir überlassen, wie auch immer du das machen möchtest.
Und wenn das geschehen ist, dann kannst du auch deine Datei schon exportieren. Ich speichere die erst immer mal als Affinity Designer Datei, also dieses hier AF Design. Ja, das ist auch gut so, weil so kann ich immer noch die einzelnen Layer wieder eröffnen und vor allen Dingen auch bearbeiten. Deswegen einmal als Affinity Designer Datei oder eben auch als PSD Datei. Auch dann kann ich das Ganze wieder bearbeiten. Ja, du kannst diesen Hintergrund für verschiedene Dinge benutzen. Zum einen kannst du das ausdrucken und kannst da für deine Scrapbooking-Projekte nehmen. Du kannst damit basteln, ja, das sind auch immer schöne Hintergründe zum Basteln. Du kannst aber auch das ausdrucken und für dein Bullet Journal benutzen, zum Beispiel als Dashboard, ja, was du einfach reinlegen kannst. Oder du kannst vielleicht ein Lesezeichen davon basteln. Da gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Ja, ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bitte abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video poste. Und dann hoffe ich, sehe ich dich im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, tschüss!